Stephanie Pop hier. Heute ist eigentlich kein Tag, wo ich irgendwelche Videos aufnehmen will oder Sessions machen. Aber der Heilige Geist seit gestern Abend spricht er einfach. Und ich möchte an der Stelle einfach tun, was er sagt. Ich habe bereits ein prophetisches Wort gepostet für September. Dieses Wort entsprungen aus einem Traum und aus einer Vision, die Gott mir geschenkt hat, beschäftigt mich buchstäblich Tag und Tag für Tag. Und Gott hört nicht auf, darüber mit mir zu sprechen. Und so möchte ich dieses Wort an dieser Stelle wirklich da dranhängen. Also wenn du dieses Video über September nicht gesehen hast, dann geh dahin zurück und hör dir das vielleicht zuerst an. Denn ich werde hier nicht wiederholen, was ich da gesagt habe. Aber zusammengefasst ging es in diesem Video, in diesem prophetischen Wort für den Monat September um dieses Wort Austausch, dass Gott dabei ist, einen Austausch vorzunehmen oder dass dieser Monat September das Potenzial birgt, wirklich für einen Austausch mit den Dingen Gottes. Und ich habe in mir so dieses Drängen, selber auch für mich persönlich Tag für Tag damit zu laufen und zu sagen, Gott, das ist der Monat September, Austausch ist das, was du tust, und das für mich durchzuarbeiten. Aber gestern und die letzten Tage hat Gott einfach weiter gesprochen und ich möchte dir berichten, einfach was ich gehört habe. Mit Gottes Stimme ist das so eine faszinierende Sache. Manchmal redet Gott ganz direkt, ganz klar durch sein Wort oder durch Träume, aber meine Erfahrung ist, dass Gott eigentlich durch alles spricht und zwar beständig. Und das Reden Gottes, wie ich ihn höre, kommt ganz oft auf ganz natürliche Art und Weise und du wirst verstehen, was ich meine, wenn ich dir sage, was ich einfach die letzten Tage gehört habe. Aber, und da muss ich kurz ausholen, ich habe die letzten 2 Jahre immer wieder ein Auto gesehen, das mich einfach irgendwie berührt hat. Und das klingt jetzt ein bisschen komisch. Ich muss einfach sagen, ich bin überhaupt kein Auto-Fan. Autos machen nichts mit mir. Autos sind für mich Gebrauchsgegenstände. Ich war nie einer, der sagte, oh ja, das ist meine Marke oder das ist meine Marke oder das Modell. Überhaupt nicht. Hat mich einfach nicht interessiert. Ich habe andere Interessen. Aber als es den Tesla gab und immer mehr, der auch zu sehen war auf den Straßen, jedes Mal, wenn ich einen Tesla sah und vielleicht wisst ihr, was für Autos es ist? Für die, die es nicht wissen, es ist dieses Auto. Es sieht einfach recht elegant aus in seiner Form, finde ich. Und was mich einfach so begeistert, ist diese Windschutzscheibe, die quasi sich nach oben hinwegzieht. Also der hat nicht wirklich einfach ein Dach drüber schon, aber es ist eine Glasscheibe. Ja? Und irgendwie hat mich das immer fasziniert. Jedes Mal, wenn ich einen gesehen habe, habe ich gedacht, wow, ich möchte gerne mal einen fahren. Oder, und ich fand es schon komisch, weil ich einfach kein Autotyp bin, okay? Da habe ich nicht weiter drüber nachgedacht. Immer wieder nur hatte ich diese Momente, wenn ich unterwegs war, dass ich dachte, oh, das ist komisch, was ist es nur mit diesem Auto? Das hat sich aber geändert, vor einigen Wochen eigentlich. Und zwar war ich mit meiner Familie wo, wir haben so einen Umzug zugeschaut und in diesem Umzug war ein Auto, und zwar ein Cupra. Keine Ahnung, ob du weißt, was das für ein Auto ist, kannst du mal nachgucken, aber auf jeden Fall, ich habe dieses Auto gesehen. Und ich habe nur gedacht, wow, das war für mich so ein absoluter Wow-Moment. Ich habe mir dieses Auto angeschaut, es ist so langsam an mir vorbeigefahren. Ich fand einfach alles an diesem Auto toll. Und als ich dann von hinten das Logo von Cupra gesehen habe, dann war es völlig aus. Ich habe nur gedacht, das ist der Hammer, dieses Auto ist der absolute Hammer. Und ich habe zu meinen Kindern gesagt, oh, schaut mal, dieses Auto, kennt ihr das? Ja, natürlich, Mama ist ein Cupra. Und so dieses, also meine Familie war etwas irritiert über mich, weil ich plötzlich einfach so fasziniert war von diesem Auto. Und dann fing ich an, diese Autos zu sehen, hier und da. Und meine Kinder weisen mich dann schon immer darauf hin, zu sagen, guck Mama, ein Cupra. Und gestern hatte ich wieder so einen Moment, wo ich mit meinem Sohn unterwegs war und er sagte, oh Mama, da ist ein Cupra. Und ich habe nur gedacht, Gott, das finde ich jetzt einfach echt komisch. Willst du mir vielleicht was sagen? Das war der erste Moment, wo ich auf die Idee gekommen bin, dass Gott unter Umständen zu mir spricht und ich das einfach bisher nicht gerafft habe. Und so musste ich gestern längere Zeit drüber nachdenken und ich hatte dieses Empfinden, dass der Heilige Geist zu mir sagt, der Tesla steht einfach in gewisser Weise für einen offenen Himmel. Das, was du gespürt hast, war immer meine Einladung an dich, einfach hineinzutreten, noch mehr in diesen offenen Himmel. Der Himmel ist offen über dir und ich liebe es, mich dir zu offenbaren. Und ich habe gedacht, oh wow, Gott, ja, das war es, was du mir sagen wolltest. Und dann habe ich gesagt, aber was ist es jetzt mit dem Cupra?
is open in heaven, ist ein offener Himmel jetzt out. Und ich empfand auch hier, dass der Heilige Geist recht klar zu mir sagt, nein, der offene Himmel ist quasi das Fundament, unter dem du beständig lebst, aber jetzt ist es einfach Zeit, das Fahrzeug zu wechseln. Und ich dachte, wow. Und ich habe darüber nachgedacht, was ist es, was mir an diesem Cupra so gefällt? Und ich bin gleich fertig mit meiner Autogeschichte, falls du denkst, was hat sie nur mit diesem Auto? Aber einfach, wie dieses Auto aussieht. Und das erste Mal, als ich ihn sah, das war wie so ein Olivgrün, so ein Armeegrün. Ja, wie die Armeefahrzeuge auch oft in der Farbe sind. Es war so eine ganz matte Farbe, eine Farbe, die mir eigentlich überhaupt nicht gefällt, aber in dem Fall war das einfach, ich dachte nur, wow, ja, dieses Auto, das ist einfach ein Bild der Stärke. Es drückt für mich eine gewisse Leidenschaft aus. Dieses Logo hat mich sofort erinnert an die ganzen Marvel-Filme und einfach diese Superhelden-Geschichten. Ja, und dann habe ich tatsächlich gestern mal nachgedacht, was auf der Cupra-Website zu finden ist und was mir sofort ins Auge fiel, war dieser Spruch, if we can dream it, we can do it. Übersetzt heißt es, wenn wir es träumen können, dann können wir es auch tun. Ich habe nur gedacht, wow, Gott, das ist einfach so der Hammer. Und ich empfinde, dass wir uns in diesem Shift befinden. Ja, Gott ruft uns quasi zu, das Fahrzeug zu wechseln. Und diese Message, die auch mit diesem Cupra kommt, ist einfach, du kannst alles tun. Du kannst alles sein, was du willst. Und es ist einfach so, wenn in unseren Träumen oder in Visionen, in dem Reden Gottes, Autos oder Fahrzeuge vorkommen, dann spricht es, wenn man das interpretiert, spricht es einfach über das, wie wir unterwegs sind, über die Art, wie wir leben oder bisher gelebt haben. Ein Fahrzeug spricht immer darüber, wohin wir gehen. Oder wenn wir in unseren Träumen, in unseren Visionen, in dem Reden Gottes, das wir hören, wenn wir dabei sind, das Fahrzeug zu wechseln, ja, dann spricht es darüber, dass Gott uns aus etwas Altem herausholt und etwas Neues hineinbringt. Und das ist ja das, was Gott schon einfach seit Monaten zu uns spricht. Und weißt du, der Feind, der Teufel, er ist super strategisch. In diesem Moment herrscht in der unsichtbaren Welt ein globaler Krieg. Ja? Der Feind hat seine Armeen bereits mobilisiert. Er ist auf einer Mission. Aber unser Gott ist absolut in Kontrolle. Er hat alles im Blick und im Griff. Und ich möchte dir eines sagen, er mobilisiert dich in dieser Zeit. Er ruft dich hinein, wenn du so willst, aus deinem alten Fahrzeug hinein in etwas ganz Neues. Und ich weiß nicht, ob du auch dieses Gefühl hast. Ich glaube, dass viele Menschen, viele Gläubige in dieser Zeit dieses unbestimmte Gefühl haben, dass etwas sich ändert oder dass etwas kommt. Und es ist nicht zwangsläufig ein gutes Gefühl. Ja, wir haben verrückte Jahre hinter uns. Auch nach der ganzen Corona-Zeit ist eine gewisse Ruhe eingekehrt. Aber wie sich das für mich anfühlt, ist es mehr wie ein trügerischer Friede. Ja, alles schreit Friede, Friede, Friede und alles ist gut, alles ist sicher, wir sind wieder sicher. Aber das ist nur oberflächlich und ich bin überzeugt davon, dass wir in Kürze andere Dinge sehen werden, die diese Welt erneut, vielleicht auf andere Art und Weise in Atem halten werden. Aber es ist das Herz Gottes, dich hier und jetzt, bevor Dinge geschehen, hinein zu shiften in das Neue und wirklich diesen Austausch vorzunehmen. Und ich weiß, dass es ganz schwer ist, zu glauben oder so etwas zu glauben, wenn wir gar nicht sehen, was kommt. Das macht es so unglaublich schwierig in dieser Zeit. Ja, es ist einfacher, wenn wir sehen, wo es hingeht, zu sagen, ja, ja, ich kann das sehen, ich glaube es, aber Gott fordert uns auf, hineinzutreten in das, was er für uns hat, ohne dass wir exakt sehen, wo wir hingehen. Und das ist das, was wir in der Bibel sehen, in dem Bericht der Geschichte der Menschen von vielen, zum Beispiel allen voran Abraham. Gott hat ihn herausgerufen aus dem Land, in dem er gelebt hat, in dem seine Väter gelebt haben. Und er hat gesagt, Abraham, komm aus dem Land deiner Väter, etwas Neues wartet auf dich. Und Abraham ist gegangen, Gott sei Dank, aber er musste auch gehen, ohne zu wissen, was exakt kommen wird. Und dieser Ruf Gottes geht an dich und mich. Jetzt ist die Zeit des Austausches, the time of exchange. Jetzt ist die Zeit, wo Gott uns aufruft,
Und es ist hart, ja. Wir brauchen wirklich Glauben, um da hineinzutreten, weil wir im Moment nicht sehen können. Aber vor 2 Tagen hatte ich einen weiteren Traum. Ich weiß auch nicht, es ist wirklich eine Zeit, wo ich unglaublich viele Träume habe. Wo Gott spricht, vor 2 Tagen habe ich über das Königreich Gottes geträumt. Und zwar kann ich mich nicht mehr an jedes Detail erinnern, aber ich war nach wie vor auf dieser Welt, ja, ich habe nicht vom Himmel geträumt, aber ich war mit jemand zusammen, es war ein Mann Gottes und er hat mir erzählt von den Offenbarungen, die er bekommen hat über das Königreich Gottes, aus Gottes Wort und wie der Heilige Geist einfach Dinge lebendig gemacht hat. Das hat mich im Traum so inspiriert, dass ich nicht nur interessiert war, sondern dass in mir eine Begeisterung aufgestanden ist. Meine Aufregung hat sich quasi verwandelt in etwas absolut Zielgerichtetes. In meinem Traum war da plötzlich so eine Kraft da, so eine Energie, dass ich einfach nur gedacht habe, das ist es, dafür lebe ich, dem jag ich nach. Und das hat sich einfach durch meine ganze Nacht durchgezogen. Und dann bin ich morgens aufgestanden und du musst eins über mich wissen, ich bin überhaupt kein Morgenmensch. Ich brauche morgens Zeit, ich liebe Ruhe. Ich bin kein Mensch, der aufsteht und losquasselt. Und ich mag es auch nicht, wenn andere mir das Ohr zuquasseln morgens. Der Typ bin ich einfach nicht. Aber an diesem Morgen, ich bin so energiegeladen aufgestanden. Ich habe einfach nur gedacht, ja Gott, das Königreich Gottes kommt. Und so bin ich dann zum Frühstück gegangen. Und das war einfach so lustig an diesem Tag, weil ich war so voller Energie. Ich habe Witze gemacht. Ich meine, es ist nicht so, dass ich nie Witze mache, aber morgens zum Frühstück. Aber ganz ehrlich, ich war einfach so, da war in mir einfach so, wirklich auch durch den ganzen Tag, so dieses Übernatürliche, dieses Wissen, das, was kommt, ist fantastisch. Und es hat mir Energie gegeben und hat mich zu einem besseren Menschen werden lassen, zu einem Menschen erfüllt voller Freude. Und ich konnte aktiv dazu beitragen, gute Stimmung zu verbreiten. Und es war einfach, ich habe es genossen. Ja, ich habe es einfach genossen, einfach zu wissen, oh Gott, das, was kommt. Ich weiß nicht im Detail, wie es aussieht, aber es hat mir einfach so viel Energie gegeben, zu sagen, ja, das ist es. Dafür lebe ich voller Leidenschaft. Und ich habe einfach diesen Shift gespürt. Im Traum schon habe ich diesen Shift gespürt. Und ich spüre ihn nach wie vor. Und ganz ehrlich, das ist nicht nur etwas Schönes. Manches Mal, wenn Gott uns begegnet, wenn er zu uns spricht und wir Träume haben über die Zukunft oder über den Himmel, dann ist es einfach schön. Es ist wunderschön, in Gottes Gegenwart zu sein. Das kann ich aufsaugen. Da kann ich bleiben. Aber das war einfach anders. Das war nicht nur wunderschön, sondern das war einfach buchstäblich, ich weiß auch nicht, ein angezündet werden, wie wenn Gott einfach den Motor verändert hat. Und da komme ich zurück zu diesen 2 Autos, ja, vom Tesla zum Cupra. Da war einfach ein Shift da. Und das spüre ich nach wie vor in meinem Geist. Ja, wir sind in einer Zeit des Wartens. Aber ich habe keine Angst. Ich habe keine Angst, sondern ich bin schlicht neugierig. Ich weiß, ich glaube, dass Gott uns bereit macht und zwar jetzt. Ja, und das, was kommt, es wird herrlich sein. Wir werden viel Freude und Spaß dabei erleben. Selbst wenn die Welt um uns herum im Chaos ertrinkt. Das ist das, was die Bibel uns berichtet, was sie uns sagt, wo sie uns hin ermutigt. Aber das ist auch das, was ich spüre in meinem Geist. Das, was kommt, es übersteigt unsere kühnsten Vorstellungen. Und vielleicht können wir es deshalb noch nicht sehen. Aber ich möchte dich an dieser Stelle ermutigen, warte nicht. Warte nicht, bis etwas geschieht. Warte nicht, bis du sehen kannst, was der Feind tut oder was Gott tut, sondern lass dich von Gott da hineintrufen, in das, was er jetzt tun möchte. Gott mobilisiert seine Kinder. Und mein Traum im letzten Video, prophetisches Wort für September, den Traum, von dem ich in diesem Video berichtet habe, in diesem Traum sah ich, dass die Pforten der Unterwelt sich geöffnet haben und dass einfach alle möglichen finsteren Kreaturen wirklich da herauskamen in diese Welt hinein. Und das ist das, was bereits passiert. Aber selbst in dem Traum habe ich mich nicht einen Moment gefürchtet. Es war schlicht
eine Realität. Und das ist das Empfinden, das ich habe. Es ist die Realität, in der wir leben. Es gibt zwei Königreiche in dieser Welt, wenn du so willst. Es gibt das Reich der Finsternis. Und der Teufel spielt sich als König auf in diesem Reich. Und es gibt das Königreich Gottes. Diese Königreiche sind nicht gleichwertig, sich nicht ebenbürtig, überhaupt nicht. Das eine ist ein besiegtes Reich. Und das Königreich Gottes ist das einzig wahre Königreich. Der Himmel, er ist bereit. Und Gott mobilisiert seine Kinder. Gott ruft seine Gemeinde. Gott ruft die Braut Jesu. Gott mobilisiert seine Söhne und seine Töchter. Und das bist du. Gott mobilisiert dich, er ruft dich. Und du sagst vielleicht, was kann ich tun? Ja, was kann ich tun? Ich möchte einfach sagen, steh auf. Weißt du, steh auf, steh innerlich auf, steh praktisch auf, mach dich bereit, einfach das Alte zu verlassen, mach dich bereit, dich von Gott an die Hand nehmen zu lassen, in das Neue hinein. Geh auf deine Knie, wenn du musst. Vielleicht musst du Buße tun, vielleicht musst du umkehren. Vielleicht brauchst du Befreiung, dann sieh zu, dass du Befreiung findest. Vielleicht brauchst du Heilung für dein Herz, dann sieh zu, dass du Heilung findest. Jetzt ist der Moment, jetzt ist die Zeit, tritt jetzt hinein. Sohnschaft ist das, was Gott für dich hat. Ein Leben in Heiligkeit, ein Leben in Kompromisslosigkeit. Warte nicht auf das, was passiert. Nutze die Chance, nutze die Stunde, nutze diesen Moment, diese prophetische Zeit, in der wir uns jetzt befinden, auch im Monat September. Liefere dich täglich Gott aus. Ich bitte dich, wirklich, es ist einfach, das ist nicht nur eine leichte Message, das ist nicht nur ein happy-clappy prophetische Ermutigung, sondern das ist einfach, ich spüre das Herz Gottes, da ist eine Dringlichkeit dahinter, das ist nicht nur eine Option, sondern ein, du musst, du bist dazu berufen, erschaffen worden, in Heiligkeit zu leben, nah bei Gott in seinem Licht. Viel zu viele Christen leben im Land der Schatten. Aber ich will dir eines sagen, im Reich Gottes gibt es keine Grauzonen. Die gibt es nicht. Gott ruft dich hinein in sein Licht. Und weißt du, da bist du sicher. Da bist du nah bei Jesus. Da wird dir nichts geschehen. Selbst sollte um dich herum Chaos ausbrechen. Gott ruft dich hinein ins Licht. Tritt hinein in das, was er hat in dieser Zeit. Bleibe nah bei ihm, dann wirst du sicher sein. Genauso wie das Volk Israel in Ägypten. Und weißt du, ich sage nicht, dass wir sind wie die Israeliten, die in der Sklaverei gelebt haben in Ägypten. Das ist nicht das, was ich sagen möchte, aber ich empfinde doch, dass der Heilige Geist meinen Blick auf diese Tatsache lenkt, dass das Volk Israel war völlig sicher inmitten in Ägypten, als die ganzen Plagen auch über die Ägypter hereingebrochen sind. Die haben wirklich verrückte Sachen erlebt, bis dahingehend, dass alle Erstgeborenen im Land getötet wurden. Aber die Israeliten, das Volk Gottes, war sicher. Warum? Weil sie bereit waren, seinem Wort zu folgen. Und wenn wir bereit sind, seinem Wort zu folgen, dann werden wir sicher sein, und zwar alle Zeit. Wir leben in diesem Zeitfenster, auch in diesem Monat von Austausch, Exchange. Das ist das, was Gott tun möchte. Und selbst letzte Nacht habe ich wieder davon geträumt. Ich hatte ein Schwert in der Hand, aber dieses Schwert, es war nicht gerade, wie Schwerter eigentlich sind, und stark und einfach perfekt ausbalanciert und geschmiedet, sondern dieses Schwert in meiner Hand, es war gebogen auf eine schwache Art und Weise. Ja, die Klinge war nicht stabil, sondern die Klinge war biegsam, die war schwach. Dieses Schwert war in sich nutzlos, und in meinem Traum kann ich mich nur noch erinnern, wie ich einfach gesagt habe, Gott, das funktioniert so nicht. Dieses Schwert funktioniert nicht. Ich brauche ein neues. Und auch hier habe ich wieder so deutlich gespürt, das ist die Botschaft Gottes für dich und für mich in diesem Zeitfenster, in denen wir uns befinden. Es ist so ein wichtiger Monat. Höre einfach, was Gott spricht, was er zu dir spricht, was er einfach aber auch zu uns spricht. Ja, und so ermutige ich dich, bete. Bete an jedem Tag, auch in diesem Monat. Beweg es vor Gott und sag, Gott, Austausch. Nimm du alles weg aus meinem Leben, was dir einfach im Weg steht. Nimm alles weg, was
für die Zukunft nicht mehr taugt. Nimm die Dinge weg, die vielleicht in der Vergangenheit wirklich gut für mich waren, aber die in der Zukunft einfach nicht mehr ausreichend sein werden. Positioniere dich selber Tag für Tag vor Gott zu sagen, Gott, ich halte an nichts fest, sondern ich gebe dir alles. Komm du ganz neu in mein Leben, gib mir die Dinge, die ich einfach aus deiner Sicht haben muss. Nimm du diesen Austausch vor, ich gebe dir die Erlaubnis dazu und ich bitte dich darum. Wenn du auf diese Art und Weise durch diesen Monat gehst, dann wirst du siegreich und erfolgreich sein. Und Gott tut es, er will es. Du musst ihm nur die Erlaubnis dazu geben. In diesem Sinne ganz, ganz viel Segen dir und bis bald.